Herzlich willkommen zu dem kleinen Interview hier mit Boris Sobieski. Er ist Generalsekretär der Piratenpartei Deutschland und ich finde es super toll, dass du dir hier die Zeit nimmst für ein kurzes Interview. Herzlich willkommen, Boris. Ja, schönen Abend. Hallo. Ja, freut mich, dass ich eingeladen worden bin. Ja, cool, sehr gerne. Das Thema ist die Corona-App, die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Da interessiert mich einfach mal, was du oder was die Piratenpartei so zu der App, gerade aus einer Datenschutzperspektive, was ihr darüber denkt. Deswegen wäre meine erste Frage auch ganz pauschal heraus. Wie fandest du das Vorgehen der Bundesregierung im Allgemeinen bei der Entwicklung der App und wie findest du das Produkt, also die App, die letztendlich dabei herausgekommen ist? Also das Vorgehen der Bundesregierung hat ja zwei, ich sage jetzt mal, Medaillen, zwei Seiten gehabt. Wir haben einmal gehabt, da hieß es, wir müssen unbedingt eine App bauen und dann wurde das Ganze kritisiert und dann haben sich auch Partner auch zurückgezogen und haben gesagt, so nee, machen wir nicht. Dann war das Projekt gefühlt irgendwo in der Schwebe. Viele Leute haben das kritisiert, haben gesagt, okay, es muss dezentral sein, es muss auf alle Fälle den Datenschutz beachten, es muss freiwillig sein. Und da kam dann die Regierung und hat dann aber auch sehr klar gemacht, ja, es muss so sein, es muss Open Source sein, es muss Vertrauen aufbauen. Im Endeffekt, wie es jetzt auch nachher umgesetzt worden ist, also es ist komplett im GitHub drin, man kann sich es angucken, die Doku wurde freigegeben, dann wurde der Quellcode freigegeben. Leute konnten sich das Ding angucken, sie haben Feedback gegeben, also, typische Open-Source-Entwicklung, wie es sein soll. Ohne Zwang, ohne alles, komplett frei. Aus unserem Standpunkt müsste man eigentlich sagen, so endlich hat man es geschafft, auch ein Regierungsunternehmen oder ein Bundesunternehmen, also eine Bundes-App auf irgendeine Art und Weise, zu entwickeln, die sich zumindest mal an den Open-Source-Gedanken hält, die jetzt zumindest mal diese ganzen Sachen einhält und auch die Partner, also Telekom, SAP, die haben das da wirklich gut umgesetzt. Wir haben ja wirklich auch das Feedback mitgenommen und aus dem Standpunkt, ja, was sollen wir als Piraten da sagen? Also wenn selbst der CCC nicht mehr meckern kann, dann können wir das auch nicht mit. Ja. Cool, also es hört sich ja nach einem bisschen Lob an, was man ja nicht unbedingt über alle, sag ich mal, Digitalisierungsbereiche der Bundesregierung sagen konnte in den letzten Jahren. Und jetzt so ein bisschen daran angeknüpft, du bist ja schon ein bisschen drauf eingegangen, das war jetzt endlich mal was Gutes mit Open Source, dass man mit einem, sag ich mal, externen Dienstleister, mit privaten Unternehmen, der SAP und der Telekom zusammengearbeitet hat. Jetzt daran angeknüpft die Frage, denkst du, daraus kann man was lernen, dass wir für die Zukunft bei ähnlichen Digitalisierungsprojekten das so ein bisschen ähnlich angeht, wie das mit der Corona-App jetzt? Naja, also wir haben gesehen, dass es funktioniert und dass es geht. Wenn der Wille da ist, dann klappt so etwas. Ja. Und jetzt könnte man sich meiner Meinung nach wirklich durchaus vorstellen, zu sagen, auch andere Projekte genauso umzusetzen. Ja, cool, super. Und gäbe es noch was, wo du sagst, wenn wir als Piratenpartei jetzt die Entwicklung der App übernehmen hätten können, also nicht, dass ihr sie entwickelt hättet, aber dass ihr sozusagen das organisiert hättet, hättet ihr im Prozess was anders gemacht oder sagst du, nee, alles super gelaufen, da hätten wir jetzt nichts anderes gemacht? Nein, also dieser Prozess, dieses ganze Entwickeln, wie das gelaufen ist, das war wirklich, wirklich sehr gut. Okay, cool, super. Und, Entschuldigung, ich brauche auch kurz. Ja, kein Problem. Ja. Und denkst du, die App hat im Endeffekt noch Sicherheitsrisiken? Also klar, sie wurde irgendwie geprüft vom TÜV, vom CCC, von anderen, von vielen Hobby-Privatentwicklern. Denkst du, da gibt es noch irgendwelche Sicherheitsrisiken, wo man sagen kann, da sollten Endverbraucher aufpassen und kritisch sein? Oder denkst du, nee, einfach runterladen, anmachen und den ganzen Tag damit durch die Gegend laufen? Ja, also natürlich wird die App nicht 100% sicher sein. Und wir haben auch schon Leute gesehen, die sich die ganze Datenbankentwicklung im Hintergrund angeguckt haben, gesagt haben, hier, das könnte man besser machen, wie die Datenbank auf den Foren gespeichert wird. Und da ist sicherlich noch Luft nach oben, da kann man sicherlich noch was verbessern. Aber grundsätzlich vom Aufbau her und auch vom wie das Ganze gelaufen ist, kann man der App in dem Moment, was das angeht, schon mal vertrauen. Also die ist sauber gemacht, sie ist Open Source, wir haben alle drauf gucken können. Jetzt gibt es natürlich dann auch noch die Leute, die sagen, okay,
die Version, die im App Store liegt, die muss ja nicht unbedingt die Version sein, die jetzt auf dem GitHub liegt. Da gäbe es dann auch noch mal Möglichkeiten, das dann sicherzustellen mit verifiziertem Code oder während wir... Ja, da ist definitiv noch Luft nach oben. Aber sagen wir ganz ehrlich, wenn man sich jetzt den Aufwand schon gemacht hat, dann wird man da nicht irgendwie ein Hintertürchen einbauen. Die App verfolgt einen klaren Zweck. Und der soll erfüllt werden. Und das tut die App im Endeffekt nachher auch momentan. So sieht es zumindest aus. Und wenn man sich den Spaß mal macht, aus dem GitHub-Projekt die App zu selber zu kompilieren, also selber eine APK draus zu machen, zum Beispiel für Android, und sich das ganze Ding anguckt. Gut, okay, man hat den Zugriff auf die API nicht, das heißt, das ganze Ding kann nicht irgendwie per Bluetooth kommunizieren. Diese Tracing-API funktioniert nicht. Aber es ist 1:1 die App, die wir aus dem App Store kriegen. Also jetzt optisch, wenn man darauf guckt. Ja. Okay, super, also cool. Ich habe das wirklich gemacht am Tag der Erscheinung. Krass, okay, du bist wirklich hingegangen, hast ja von GitHub runtergezogen und hast selber die APK erstellt daraus. Genau. Cool. Also dein Endeffekt, dein Resultat ist daraus, dein Hinweis an unsere Zuschauer ist, ladet euch die App runter, das was ist, damit macht ihr was Gutes für oder gegen Corona. Jein. Ja. Das ist also so ein Punkt, den wo wir jetzt auch so die Diskussion wieder bringen, reinbekommen, bringt diese App überhaupt irgendetwas? Okay. Ja, da gibt es ja auch mehr oder weniger mehrere Ansätze, mehrere Meinungen dazu. Es gibt die Meinung, die sagt, okay, also Bluetooth-Tracking kann ja überhaupt nicht funktionieren, ist sowieso erstmal ungenau. Dem entgegen wird halt gehalten, ja, so genau muss es gar nicht sein. Das Ding ist freiwillig. Ja. Schlicht und ergreifend. Also wer sagt, ich finde die Idee gut, ich bin der Meinung, dass so eine App den Zweck erfüllt, den sie erfüllen soll, der kann sich zumindest mal die App laden, der kann das Ding benutzen, weil vom technischen Standpunkt aus ist die App auf alle Fälle erstmal so, dass wir nicht meckern, der CCC meckert nicht, Heise hat nicht gemeckert. Ja, und jeder muss für sich selber entscheiden, möchte er das Ding haben, möchte er das Ding installieren, möchte er das Ding nutzen, sieht er da einen Mehrwert drin oder nicht. Ja, okay, super, das ist schön zusammengefasst und auch echt, also so wie es aussieht, haben sich ja auch viele Deutsche dazu entschieden. Ich glaube, aktueller Stand sind 12,2 Millionen Downloads in den beiden App-Stores, das entspricht ja schon über, ich habe mal nachgerechnet, wenn ich das richtig gesehen habe, über 20% der deutschen Bevölkerung mit Smartphone, also es ist ja schon eine ordentliche Hausnummer. Also ich bin ja so jemand, der gesagt hat, dadurch, dass das Ding wirklich so auf diesem Weg entwickelt worden ist, bin ich ja wirklich hingegangen und habe gesagt, hier ist meine. Ja. Das hat einfach, meiner Meinung nach, einfach sollte honoriert werden, dass es ein Open-Source-Projekt ist, dass es so gemacht worden ist. Okay, und super. Ich bin sowieso jemand, der tagtäglich im ÖPNV unterwegs ist. Naja, vielleicht bringt es ja was. Ja, da hat es wahrscheinlich auch den besten Einsatzzweck. Okay, super, dann Dankeschön für deine Antworten, Boris. Ansonsten hast du sonst irgend noch was zur Corona-App oder vielleicht auch allgemein zum Corona-Vorgehen der Bundesregierung oder zum aktuellen Stand sagen willst oder vielleicht auch zur Piratenpartei im Allgemeinen, ohne dass es jetzt unseren Rahmen hier sprengt? Also zu der Corona-App jetzt, ich glaube, da haben wir jetzt drüber geredet, das ist toll gelaufen, also wirklich, wirklich gut gelaufen, auch in der Entwicklung. Sollte, das denke ich, glaube ich, noch ganz wichtig, die App sollte nicht eine Voraussetzung werden für irgendwelche Zugriffe, für irgendetwas, also Lockerungen und so weiter. Das ist ein Angebot, das ist ein Dienst oder eine Möglichkeit, was zu machen, aber weder die Nutzung oder die Nichtnutzung sollte in irgendwelchen Nachteilen oder Vorteilen münden, sondern die ist halt einfach da und sie erfüllt ihren Zweck, das werden wir dann die nächsten Wochen auch erleben. Wenn es dann irgendwann dazu kommt, dass wir das rekapitulieren können, sagen, okay, die ist gut. Ja, ansonsten, ich fand die Diskussion während der Corona, also jetzt auch während der Corona-Zeit, aber auch während der Zeit der stärkeren Beschränkungen sehr interessant. Es wurde vielfach gesagt, dass die Grundrechte eingeschränkt worden sind und dass die Demokratie nicht mehr funktioniert, aber
Wir haben gesehen, dass sie funktioniert. Gesetze wurden, also Versammlungen wurden erlaubt, ob jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll, sondern Regelungen wurden auch gekippt von Verfassungsgerichten, wo man einfach sagen muss, der ganze Vorgang, das ist also die Gesetzgebung gibt hier irgendwas vor, also die Regierung sagt irgendwas, wir müssen es irgendwas machen. Die umsetzenden Organe haben dann versucht, das auf verschiedene Art und Weise, die waren oftmals ein bisschen im Regen stehen gelassen mit diesen weitläufigen Angaben, haben das dann mehr oder weniger gut, schlecht umgesetzt und danach wurde nachreguliert mit per Gesetzgebung, also aus den Gerichten. Also ich bin positiv überrascht, wie das Ganze gelaufen ist die letzten Monate. Okay, also im Endeffekt hast du gar nicht so viel zum Rummeckern, sage ich jetzt mal in dem Fall. Das gerade ich gerade bei Corona, das fand ich so das Interessante, dass man ja immer noch eine, also wir hatten viele Kontrollgruppen auf der ganzen Welt, weil wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, kann man sagen, okay, es gibt nur ein einziges Deutschland, aber jetzt in Corona hatte jedes Land irgendwie mit Corona zu kämpfen und letztendlich hat man gesehen, okay, wir waren vielleicht doch eins der Länder, das überdurchschnittlich gut mit der ganzen Situation umgegangen ist. Ja, das liegt auch an vielen Punkten, die wir in Deutschland einfach haben. Also wir sind halt einfach auch mal ein Land, wo Hilfe auch möglich ist, also wo nicht viele Leute aufeinander alleingelassen sind. Was ich sehr schön fand, was ich wirklich, wirklich sehr gut fand, ist die Solidarität in der Bevölkerung selbst, in der Gemeinschaft, mit Einkaufshilfen, mit wir kriegen irgendwelche Dinge gebacken, hin und her. Das hat sehr gut funktioniert hier in Deutschland. Ja. Und auch die Kontaktbeschränkungen haben doch sehr gut hingehauen. Jetzt gab es letztens, oder ich glaube, gestern habe ich das gelesen, eine Studie, die gesagt hätte, wir hätten es wahrscheinlich mit unserer Disziplin auch so hinbekommen, ohne die Regelungen über freiwillige Kontaktbeschränkungen, aber halt nicht ganz so gut. Aha. Ja, jetzt haben wir es ganz gut hinbekommen und wir haben viel gelernt. Wir haben Digitalisierung nach vorne gebracht. Ich hoffe, das bleibt bestehen. Ja. An vielen Ecken. Wir haben gelernt, wo wir es gar nicht drauf hatten. Wir haben gemerkt, dass es im Bildungsbereich wirklich schwierig ist und dass da wirklich arge Probleme da sind. Ich hoffe, dass das endlich mal ein Weckruf ist, hier die Bildung auch voranzubringen, auch zu digitalisieren. Ja. Aber im Endeffekt, so von unserem Standpunkt, vom Piratenstandpunkt, wo wir aus dieser Datenschutz, IT-Ecke irgendwie Dinge begleiten können, ist das ganze Ding relativ gut gelaufen. Mhm. War schön. Hat aber auch die Defizite aufgezeigt, wo man nachsteuern muss und wo man hingehen muss und so sagen, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Cool. Super, dann bedanke ich mich für das kurze und spontane Interview. Gerne, immer wieder. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Okay, super.